Hallo alle zusammen, bin ich wieder. Das letzte Mal, als ich über rauchfreien Tabakgenuss gesprochen habe, ging es um Schnupftabak. Gut. In Deutschland eine relativ bekannte Sache. Neben Zigaretten. Und ich möchte heute mal über Kautabak sprechen. Kautabak ist eine Sache, die vor allem in Amerika sehr bekannt ist. Man kennt es aus Western, ja, wo die Cowboys also richtig cool ihren Kautabak gekaut haben und dann so, also ich übertreibe jetzt mal so, und dann so in den Spucknapf so, ja, gespuckt haben. Kennt man ja. John Wayne, der coolste Cowboy überhaupt. Ja. In Amerika ist es eben gang und gäbe, Kautabak zu kauen, nur bei uns ist es irgendwie nicht so ganz durchgedrungen. Und ich habe mir gedacht, probierst du es einfach mal. Probierst du mal ein bisschen Kautabak. Und zu dem Zweck habe ich mir bestellt, original aus Amerika, muss man dazu sagen, also das ist wirklich importierter Kautabak, Beechnut Wintergreen. Ja. Vom Geschmack her würde ich sagen, erinnert es mich sehr stark an Root Beer. Amerikanisches Root Beer, wer das schon mal probiert hat. Oder aber vergleichsweise an Listerine Mundwasser. Ja. Es gibt natürlich auch beim Krautabak verschiedene Geschmacksrichtungen. Also es gibt dann nicht nur die eine, sondern es gibt zum Beispiel auch hier Southern Pride. Ja, der Stolz des Südens, ja, zeigt bei zwei Männer bei der Jagd mit ihren Hunden, die im Feldweg entlang gehen. Der eine hat eine Flinte unterm Arm. Und der schmeckt, würde ich mal sagen, nach gesüßten Datteln, wie man sie teilweise noch in Supermärkten bekommt, fertig abgepackt. Und es gibt verschiedene Formen von Kautabak. Also wie man sie kaufen kann. Es gibt zum Beispiel einmal den sogenannten Loose Leaf, wie ich ihn jetzt hier habe. Das sind einfach geschredderte Tabakblätter, die gesüßt wurden. Ja. Gesüßt, fermentiert, aromatisiert. Ja. Und dann gibt es den sogenannten Plug. Das ist im Wesentlichen nichts anderes als das gleiche Zeug, nur eben zu einem Block gepresst. Und das ist eigentlich so das, was man so aus dem Western kennt, wo also der Cowboy jetzt hergeht und nimmt diesen Plug und beißt rein und beißt ein Stück ab und also der richtig coole Shit. Ja, was jetzt cool ist, ist natürlich Definitionssache. Also ich finde jetzt, das ist nicht weniger cool, aber es geht ja auch hier nicht um Coolness, sondern es geht um Tabakgenuss. Und wie konsumiert man jetzt Kautabak? Ja? Ich würde einfach mal sagen, jetzt zeige ich mal das kurz. Ich habe jetzt schon eine Portion hier in der Backe. Aber jetzt zeige ich euch mal kurz, wie das ungefähr abläuft. Bei einem Loose Leaf Tabak nehmt ihr einfach ein paar so Tabakblätter raus, so, ja, so drei Fingerspitzen voll, würde ich jetzt mal sagen, je nach Geschmack. Anfänger sollten vielleicht ein bisschen weniger nehmen. Ich weiß nicht, das ist fast ein bisschen viel. So ein bisschen würde ich jetzt mal so als Anfänger nehmen. Und dann würde ich mir das Zeug einfach in den Mund stecken, also einfach in den Mund stecken, hier so. Ja, ich mag es jetzt nicht, also ja, ich will doch ein bisschen was abbekommen. Wie gesagt, ist sehr süß und es pappt auch ein bisschen. Und dann würde ich das Ganze einfach, Entschuldigung, jedes einzelne Stück würde ich mit der Zunge so in die Wange schieben, also so nach hinten so. Ja, und da bleibt es dann für, sagen wir mal, eine halbe Stunde, ja. Und wenn ihr merkt, dass kein Geschmack mehr rüberkommt und kein Nikotin mehr rüberkommt, dann nehmt es einfach raus. Also greift einfach rein
oder arbeitet es mit der Zunge vor und spuckt es einfach in den Abfalleimer. Ja? Was man immer so in den Western sieht, ist, dass die Leute drauf rumkauen. Also dieses, ja, das könnt ihr meiner Meinung nach gegen Ende machen, wenn er merkt, es wird immer schwächer. Also da kommt nichts mehr raus. Dann könnt ihr noch so den letzten Rest rauspressen aus dem Tabak. Aber gerade so am Anfang, wenn er den frisch in den Mund genommen hat, würde ich nicht unbedingt drauf rumbeißen, weil dann kommt das ganze Nikotin, das da drin ist, auf einmal raus. Entschuldigung. Und dann habt ihr so einen Nikotinerguss im Mund. Und also das würde ich euch nicht unbedingt empfehlen. Lasst es lieber. Es ist einfach eine ganz andere Form, einfach mal Tabak zu konsumieren. Schmeckt ganz anders als Zigaretten. Und ich würde jedem von euch mal vorschlagen, sich das einfach mal anzutun, in Anführungszeichen. Einfach mal auszuprobieren und ihr werdet feststellen, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie man Tabak genießen kann, ohne seine Mitmenschen zu stören. Ja? Also versucht es einfach mal. Und ich werde euch in Zukunft wahrscheinlich auch noch andere Kautabaksorten oder Schnupftabaksorten vorstellen. Und vielleicht findet ihr ja Gefallen, vielleicht könnt ihr euch ja das Rauchen an sich mal abgewöhnen. Vielleicht sagt er ja, okay, ich brauche jetzt überhaupt keine Zigaretten mehr, ich habe jetzt hier amerikanischen Kautabak. Falls ihr euch fragt, was es kostet, wenn man sich sowas aus den USA schicken lässt. Also mich haben jetzt die Versandkosten 6 € gekostet. So eine Packung kostet ungefähr 4, 5 €, würde ich jetzt mal sagen. Also da, wo ich sie bestellt habe. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber ich habe sie bei www.snus.de, snus.de bestellt. Und es dauert natürlich eine ganze Weile, bis das aus Amerika ankommt. Und die Versandkosten betragen, wie gesagt, oder haben bei mir 6 € betragen. Ich weiß nicht, wann ihr euch das Video jetzt anguckt und ob sich das erhöht hat oder nicht. Aber wenn man sich mehr davon bestellt, lohnt sich das auf jeden Fall. Und man kommt eine ganze Weile damit aus. Und ich finde, es ist billiger als Zigaretten und es stört die Mitmenschen nicht. Und probiert es einfach mal aus. Ich meine, zu verlieren habt ihr nichts. Ja? Also von daher, ja, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis dann.